Hey Leute, ich bin's mal wieder und heute möchte ich heute mal kein Duell. Ist schon ein bisschen spät auch, aber whatever. Jeder sowieso. Ist jetzt sowieso uninteressant. Heute möchte ich euch darum sprechen, mit euch drüber sprechen, wie so ein Basic Deck aussehen soll, nach einem Thema bezogen. Also, ich sehe immer viele Leute, die unpassende Karten spielen. Die nicht wissen, wie man ein Deck spielt. Erstmal grundsätzlich gesagt. Versucht euer Deck auf 40 Karten im Main zu trimmen. Dann läuft das. Wir nehmen einfach mal irgendein Deck, was man. Ja. Was man so als Anfängerdeck eventuell nehmen könnte. Wenn man alles weiß vom Sinnbildlichen von Synchro und Exit. Deswegen nehme ich mal das Deck, mit dem ich mit Abstand am meisten meiner Zeit verbracht habe. Und zwar mit BW. Mit Blackwing. DN hat so eine schöne Funktion jetzt. Die Namenfunktion, die war schon immer da. Und jetzt kann man sogar auch eine Description-Funktion. Hat man hier jetzt auch. Also man bekommt alle Karten einem hingeschmissen, wo Black W im Kartentext zu finden ist. Kann man sich alles gerne geben. Natürlich gehen wir jetzt erstmal. Gucken wir mal. Kann man hier alles filtern? Monster, ich zeig's immer noch. Typ dann halt. Winged Beast wäre da natürlich interessant. Dark. Effektmonster. Ob es ein Tuner, ob wir für einen bestimmten Tuner suchen und das ganze Zeug hier. Monster-Effekt machen wir erstmal Black W. Da werden erstmal alle Sachen gefiltert. Das dürfte die Mehrheit von euch ja, denke ich mal, wissen. So, gehen wir mal durch. Drei Bohrer, ist klar. Sehr gut. Sehr gute Special Summon Unit. Ich mache einfach mal zwei Blizzards rein. Eventuell drei, mal sehen. Bei Bedarf noch ein Breeze. Ein Gale ist Pflicht, sind da nicht ohne Grund limitiert. Kalut genauso. Denn Triple Shura. Ist, denke ich mal, selbsterklärend. Ein Zephyros. So, wenn man. Ich nehme jetzt mal die Vajo. Ich spiele grundsätzlich, wenn ich genug Platz habe, versteht sich, immer mit Doppel Scirocco und Doppel Vajo. Wenn man auf Vajo nicht so steht, dann würde ich euch Koshi empfehlen. Der ist ganz interessant. Wichtig, wenn ihr Koshi nehmt, sein Effekt kann nicht negiert werden. Das heißt, Shura macht Effekt, Special Koshi, der kann nicht als Synchromaterial benutzt werden. Nur Exit geht, das ist das Geile an dem. Also muss man selber sehen, auf wessen Seite man ist. Von den beiden. Kann natürlich sehr geil kommen. Koshi Normal, Bora Special, Sync auf Stardust oder Scrap Dragon oder ähnliche Sachen, die damit funktionieren. So, dann solche Standardsachen halt. Wailer. Brauche ich Ihnen nicht zu erklären. Maxi sowieso. Das Deck selber braucht immer Kartenvorteil. Denn doppelte Track. Girth. So, das mal hier eben mal schnell filtern. Was? Noch eine. Ich guck nochmal. Habe ich was vergessen an Monstern? Monster. Effekt. An sich nicht. An sich dürfte ich jetzt hier nichts vergessen. Egal. Achso, und dann fehlt uns natürlich noch unser Bossmonster. Gott, packe ich mal hier rein. In Side Deck kann man so machen. Ich bin jetzt persönlich mehr ein Fan von Track geworden, aber ist egal. Die drei Security-Monster, wenn man Track als drittes zählt. Also die drei Monster würde ich immer als Security-Monster nehmen. In wenigen anderen Fällen Battlefader auch noch. Aber im Blackwing, weiß nicht, ungeeignet. Man kann auch noch natürlich im Main Deck Boss-Monster spielen. Black Luster Soldier, Dark Arm Dragon. Ist natürlich logisch. Black Luster Soldier mache ich ins Side. Aus dem einfachen Grund, ich würde den Black Luster Soldier nur spielen, wenn ich auch zwei Thunder Kings spielen würde. Sehr geile Blockkarte. Deswegen packe ich die nochmal
ein Bossmonster im Main muss nicht unbedingt bei jedem Deck sein. Bei Blackwing wäre natürlich der Dark Arm sehr interessant. Deswegen tausche ich mal eben die Track durch ein Gods aus, damit wir hier aus Platzmangelgründen noch weitermachen können. Thunder. Wo ist der Thunder King? Und Black Luster. Und jetzt muss ich hier wieder ein bisschen kürzen, weil das hier an Monstern schon wieder eine Überhand an Überhand gewinnt. Wir nehmen. Ein Breeze raus, weil den braucht man nicht im standardmäßigen Bild. Ja, ich könnte noch einen Value kürzen, wenn ich wollte. Mache ich jetzt aber nicht. Also ich würde versuchen, in solchen Decks so von also im Allgemeinen sagt man 20 bis 25 Monster ist ein gutes Maß. Sagen wir 23, machen wir die goldene Mitte draus. Jetzt in diesem Fall haben wir 25, ist auch irrelevant. In diesem Format, in diesem derzeitigen Banlist-Format, finde ich einen höheren Monster-Count besser als einen eher mittleren. Deswegen bleiben wir auf 25. So, Spells. Staple Spells. Heavy Storm. Selbsterklärend. Backrow weg. Dann Darkhold. Auch logisch. Reborn. Alle Staples. So, dann Space, um den Heavy noch zu unterstützen. Plus Quick Spell auch noch. Denn eine Lance. Ein bis zwei Lances würde ich einbauen, wegen Shura. Denn lasst mich überlegen. Lasst mich kurz überlegen. Was an Spells noch fehlt. Mind Control. Blackwing synct und exit relativ viel, wenn es denn zur Gelegenheit kommt. Mind Control. So, es kann natürlich sein, dass ich jetzt das eine oder andere vergesse, aber das Hauptsächlichste ist natürlich da. Black Whirlwind, klar. Es gibt natürlich, oder sagen wir, in der Regel gibt es immer supportende Karten für das Themendeck. Blackwing natürlich. Allure. Kartenzieher. Kann man reinnehmen, muss man nicht. Aber ich würde es doch schon befürworten. Wir spielen relativ viele Darks. Dadurch kriegen wir neue Vorteile und sowas alles. So, dann Traps. Ich sehe immer wieder Leute oder generell auch Zauberkartenzieher. Sowas wie hieß es? Magical Melee. Die Karte ist ein minus 1, also ihr spielt die. Und auch wenn ihr nur. Ihr spielt. Also sagen wir, ihr habt 6 Handkarten. Eine davon ist Mallet, ihr spielt den, packt eine, sagen wir, 2 zurück ins Extra. Ins Main Deck, zieht 2 nach. Die Karte geht auf den Friedhof. Und ihr bleibt bei einer Ausgangssituation von 5. Macht ein minus 1. Schlechte Karte. Einfach schlechte Karte, einfach nur. Als Beispiel. Denn machen oder hier genauso Card Trader ist genauso eine schlechte Karte. Das Wichtige ist, er aktiviert die Karte in der Main Phase. Das heißt, in der Main Phase bringt ihr die aufs Feld. Ihr könnt den Effekt aber erst in der Standby Phase nutzen. Das heißt, wenn die Karte nicht schon in der Zwischenzeit zerschossen wird, könnt ihr die erst in eurem nächsten Zug benutzen, in der Standby Phase. Die Standby Phase ist logischerweise, wie ihr, denke ich mal, wissen solltet, vor der Main Phase. Wissen viele nicht, können sie nicht nutzen. Und dann kommt man immer wieder in Komplikationen, whatever. Dann Fallen. Ich sehe auch immer wieder Leute, die den Zylinder oder die Dingens. Wo sind sie denn? Swords of Revealing Light sehe ich auch immer wieder Leute, die so bei ganz normalen Decks sind, wo keine Stall, keine Burner Decks etc., die immer wieder spielen. Das braucht man nicht. Es nimmt Platz weg, klar. Hin und wieder stoppt es den Gegner, aber wenn wir jetzt mal vom Meta-Zeug das Ganze betrachten.
Das wird nicht lange halten. Das wird wirklich nicht lange halten, das Swords of Revealing, genauso wie Gravity Bind, genauso wie Area B und Gravity Bind, wir gucken uns das mal kurz an, sind an sich vom selben Prinzip anzusehen. Level 4 oder höher, ab Level 4 Monster können nicht angreifen. Ja, ist kein Problem. Mache ich mal eben schnell Exit 4 auf Utopia. Problem gelöst. Da die ja keine Levels haben, sondern Ränge, wie ihr, denke ich mal, wissen solltet. So, wie dem auch sei. Gute Fallen. Solheim, die Solheim-Brigade. Ich persönlich bin kein Fan vom Judgment, da es mir doch manchmal ein paar viele Kosten sind. Im Late Game natürlich sehr geil, aber wir packen ihn einfach mal aus an der Symbolität her mal rein. So, denn Bottomless. Doppel Bottomless, sehr gute Karte. Wenn man möchte, wenn man auf, wenn man, wenn sowas wie TT wird jetzt öfter gespielt oder oft gespielt in der Regel. Starlight Road. So, ich habe jetzt hier ein bisschen viel, deswegen nehme ich aus Ansichtsgründen. Ich habe das, der mein eigenes spiele ich ein bisschen anders als das. Das ist jetzt hier nur als aus Anschauungsgründen. Deswegen nehme ich noch ein Tribut rein. Torrential Tribute. Normal würde ich, ja, ich würde sagen, einer reicht. Oder wir machen einfach Doppel TT, eine BTH rein und dann noch ein Device. Sehr geil gegen Synchros, Fusionen und Exits oder andere ekelhafte Geschichten, die sich nicht so leicht von Hand specialen lassen oder die man loswerden kann. Das wäre zum Beispiel ein ordentliches Main Deck, würde ich so ganz spontan be betiteln. Ich wollte euch damit nur zeigen, wie macht man das. Es gibt natürlich auch, ich sag mal, in Anführungsstrichen, Staple, Exit, Staple, Synchros, sowas wie Stardust, Rap Dragon, Zen Mains, Utopia, Maestro, für mich persönlich, Katastor, Brionak, ehemals, der ist ja leider jetzt auf der Banlist von uns gegangen. Vielleicht sehen wir ihn wieder, ich will es hoffen. Ich wäre aber dafür sehr überrascht, falls er wiederkommen würde. Whatever, ich schweife vom Thema ab. Ja, das war's eigentlich soweit. Also Staples, die auf jeden Fall ins Extra-Deck gehören. Stardust. Scrap. Katastor. Das sind solche Sachen, die Staples sind. Utopia ist mittlerweile ein halber Staple geworden, da er nicht mehr so gut ist wie am Anfang, weil die Mehrheit der Effekte, die schießen, werden in der Main Phase ausgelöst. Das heißt, der Effekt bringt einem in der Regel nichts. Klar, ordentlicher Beatstick, aber hey. So, dann Maestro. Auf jeden Fall sehr geiles Exit. So, wenn man dann auf Exit 3 macht, dann auf jeden Fall Zen Mains. Und ja, Levi-R und Leviathan braucht man nicht unbedingt, sind aber doch manchmal relativ nice. Genauso wie der Asset Golem, wenn man gerade nichts zum Drüberrennen hat. Ja, das war's eigentlich größtenteils. Also Mistwurm genauso. Also man sollte sich das Ganze mal angucken. An sich ein schöner, wie ich selber finde, relativ guter Aufbau, den man als jetzt nur vom Main Deck. Ich denke mal, die meisten Synchros oder Exits, die kennt man halt einfach. Wie dem auch sei, ganz wichtig, warum spiele ich keinen Zylinder? Ich habe den anfangs auch gespielt. Ich habe den auch gespielt, keine Frage, gebe ich gerne an dieser Stelle zu. Der Punkt ist, wenn ihr den Zylinder spielt, Gegner greift an. Ja, super. Jetzt kriegt er Leben ab. Aber Lebenspunkte abgezogen. Ja, toll. Und? Das Monster ist immer noch da. Nächste Runde Attack again. Deswegen finde ich solche Sachen wie, also, weil, gerade weil solche, weil die meisten Karten in der Main Phase zerschossen werden, sei es jetzt von Insektor, sei es von Dark World, sei es von, sagen wir, Six Sams können auch schießen, obwohl die mehr negieren. Also man sollte wirklich versuchen, solche Karten zu vermeiden, die Minus machen, sowas wie Mallet, sowas wie Reload, Zylinder,
Sachen, die stallen. Bei Feen kann ich es verstehen, da kann man, da kann, oder bei manchen anderen Decks, da kann ich es verstehen, dass man sowas wie Spirit Reaper oder Marshmallow spielt. Ist zwar ein bisschen ekelhaft, aber ihr wisst, denke ich mal, was ich meine. Es geht einfach nur darum, sowas wie Swords of Revealing Light, Gravity Bind und sowas, ist ein, wenn man jetzt so ein Deck wie Blackwing, wenn man sowas wie Six Sam, Dark World, whatever spielt, Excalibur ist genauso, wenn man sowas spielt, dann sollte man versuchen, auf sowas wie Swords of Revealing Light, Gravity Bind, Area B und ähnliche Geschichten zu verzichten. Es nimmt einfach nur den Platz im Deck selber weg. Es nimmt den Platz einfach weg. Natürlich gibt es dann auch noch Fallen, die supporten, ist mir gerade eingefallen. Icarus Attack logischerweise, hatte ich ganz vergessen. Schande komme über mich. Nehmen wir eine BTH und einen Trip weg. Machen so. Schande über mich, ja. So. So würde ich ein ordentliches Deck für dieses Format doch wählen. Ich finde selber, der Wailer ist nicht mehr so gut wie im letzten Format, weil der wirklich zwingend notwendig war. Ich finde, Maxi ist doch besser geworden. Oder ist die bessere Handtrap von den beiden. Na, wie nun auch sei, das ist eine andere Geschichte. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen damit helfen, falls ihr Probleme habt, wie baut man ein Deck auf und so. Falls noch Fragen sind, gerne in die Kommentare. Also, bis dann und ciao.